Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Ragecore Bundle von Hässlich Rap. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ragecore von Hässlich Rap. So sieht das Ganze aus. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. So, dieses Bundle gab es nicht auf Amazon oder den gängigen Plattformen. Meines Wissens gab es das wirklich nur über Streetshop und dort habe ich das Ganze auch bestellt. Also wir haben hier einmal das Album an sich, dann haben wir hier ein Shirt und dann haben wir ein Poster. Und wenn man über Streetshop bestellt, dann bekommt man auch immer noch diverse Sticker dazu. Gut, nachdem das Album noch eingeschweißt ist, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier auf dem Cover drei Hände, die offensichtlich diesem Wesen, sage ich mal, weil ein Mensch dürfte das keiner sein, die Haut abziehen, oder eventuell war es mal ein Mensch, aber nachdem man hier die Haut abgezogen hat, sieht man noch den Schädel und diverse Muskelfasern. Also ein echt mächtiges Cover, sieht echt heftig aus. Und hier auf den Knöcheln, auf den Fingergliedern lesen wir hier noch Rage und Core. Hier auf der Seite lesen wir noch Hässlich und auf der Seite lesen wir ebenfalls nochmal Hässlich und Ragecore. Dann haben wir die Tracklist und zwar haben wir hier jede Menge Tracks, allerdings keinerlei Features oder Nummerierung angegeben. Also wir haben hier 18 Tracks, Credits und Barcode. Hässlich Rap ist eine Formation oder ein Zusammenschluss mehrerer Rapper. Und zwar ist das Scheusal, Rob Manson, Pumpshot und Kunstfehler. Diese vier Rapper, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Dann haben wir hier einmal das Booklet. Also Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier die einzelnen Tracks nochmal aufgelistet. Okay, also hier sieht man dann aufgeschlüsselt, wer an den Tracks beteiligt war. Das war ja der Tracklist auf der Rückseite nicht zu entnehmen, aber hier haben wir dann wirklich die Infos, wer jetzt wirklich an den einzelnen Tracks beteiligt war und natürlich wer das Ganze produziert hat. Und dann haben wir hier eine wilde Szene, und zwar das sieht aus wie ein riesengroßes Herz, das hier irgendwie an Rohre angeschlossen ist. Diverse Schädel, Blut jede Menge, also wie man es von Hässlich Rap kennt, hauptsächlich Gewalt und Brutalität hier in diesem Booklet. Dann haben wir hier noch eine Widmung, mehr oder weniger. Ragecore ist den längsten Weg gegangen, den je eines unserer Alben zurücklegen musste. Wir sind in dieser Zeit durch Situationen und Krisen gegangen, die uns existenziell und psychisch fast zerstört hätten. Trotzdem haben wir uns einen Tunnel durch diesen nicht endenden Berg von Scheiße gegraben, um zu Ende zu bringen, was wir angefangen haben. Und das nicht nur auf musikalischer Ebene. Als Resümee bleibt zu sagen, der schwerste Kampf liegt hinter uns, die nächsten sind Formsache. Thanks, alle die uns feiern, alle die im Booklet stehen, fuck you, alle anderen. Wir schulden euch nichts, fahrt zur Hölle, ihr Parasiten. Okay, und das ist hier unterzeichnet, wenn ich es richtig entziffere, von Scheusal. Gut, schöne Widmung auf jeden Fall. Dann haben wir hier die Album-CD. Es dürfte eventuell das abgezogene Gesicht sein, also die Haut, die hier entfernt wurde, ist dann hier noch so labbrig übrig geblieben. Hier wieder jede Menge Blutspritzer. Zusätzlich zu dem Album haben wir dann noch ein Poster. Und zwar, wie zu erwarten, haben wir auch hier wieder dieses Cover, diese Fresse, die hier gerade gehäutet wird. Oben links lesen wir wieder Hässlich und auf der Rückseite auch nochmals Hässlich und eine wilde Fratze, die uns hier entgegenkommt. Mächtig, also sieht echt heftig aus.
muss man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt ins Schlafzimmer hängen, aber ich finde sowohl die Vorderseite als auch diese Rückseite hat auf jeden Fall was. Gefällt mir gut. Zusätzlich dazu haben wir dann noch ein Shirt und Sticker. Und die Sticker bekommt man eben bei Street Shop dazu. In dem Fall habe ich zweimal diesen hier. Mit Evil Heart, Beware, We Hold It Up. Dann zweimal diesen hier, Street Shop, AT, Raw und Uncut. Und dann dreimal Evil Heart, Germany, Raw und Uncut since 2001. Ja, also, bei mir gab es 7 Sticker. Ich nehme mal an, dass das bei euch nicht viel anders sein wird, wenn ihr dieses Bundle bestellt. Ich glaube, es ist Standard, dass es da dieses kleine Sticker-Paket dazu gibt. Und dann haben wir noch ein T-Shirt, so sieht das aus, in schwarz gehalten, auch hier wieder das Cover drauf. Und wir haben keinen Neckprint und wir haben es zu tun mit einem B&C Exakt 190 in der Größe L. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt hier mit diesen Blutspritzern in Rot und dann dieser Fratze, der gerade die Haut abgezogen wird. Wie gesagt, echt heftiges, echt mächtiges Bild, hat auf jeden Fall was. Gefällt mir vom Design her richtig gut, allerdings ist es vom Motiv her, glaube ich, etwas zu krass, um das jetzt irgendwie draußen großartig anzuziehen. Also man sieht mit Sicherheit alle Blicke auf sich, aber ist natürlich die Frage, ob man das dann entsprechend so möchte. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann diese 7 Sticker, das Poster doppelseitig bedruckt im Hochformat und natürlich das Album Ragecore an sich. Ja, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ragecore bzw. Hässlich Rap unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.